So, es wird mal wieder Zeit, eine weitere Heuchelei unserer Bundesregierung aufzudecken. Mal wieder typisch, schaut mal. Annalena Baerbock im Jahr 2019 spricht sich gegen Waffenexporte nach Saudi-Arabien aus, aufgrund Jemen und weil die ja so antidemokratisch sind. Und ich hätte da noch was, der Fall Khashoggi. Ich zeige euch da gleich ein Video dazu. Und jetzt? Die Ampelkoalition genehmigt also Waffenexporte nach Saudi-Arabien? Ist der Krieg in Jemen vorbei? Herrscht in Saudi-Arabien mittlerweile eine Demokratie? Ist der Fall Khashoggi aufgeklärt? Wollen wir über die Menschenrechte in Saudi-Arabien sprechen? Über LGBTQ dort? Ich dachte, wir stehen für Toleranz und Vielfalt. Und jetzt das erwähnte Video zu Khashoggi. Gönnt euch. Es ist einfach nur noch lächerlich, Leute. Jüngster Fall die mutmaßliche Ermordung des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi. Der bekannte Regimekritiker betritt Anfang Oktober das Konsulat in Istanbul. Seitdem ist er verschwunden. Der Vorwurf, die Mörder stammten aus dem direkten Umfeld des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman. Und US-Präsident Donald Trump verteidigt das Königshaus auch noch, verweist auf die milliardenschweren Deals mit Saudi-Arabien. Doch der Druck steigt. Der Druck steigt? Naja. Ich würde eher mal behaupten, die Heuchelei steigt. Zumindest wenn es um die Bundesregierung Deutschland geht. Ich meine, man sagt ja nicht ohnehin, ihr größtes Verhängnis ist das Archiv, oder etwa nicht? Ist schon interessant, was diese Herrschaften damals für Aussagen gemacht haben und wie sie heute eben zu dieser Aussage stehen, oder eben nicht mehr. Aber Hauptsache, wir reden weiterhin darüber, wie schlimm das alles in der Ukraine ist, wie böse der Russe ist und alles andere ist egal, ist eben aktuell nicht wichtig, auch wenn es eigentlich wichtig sein sollte.